So, Moment, Kaffee. Habe ich ihn gerade eingeschenkt, ist heiß. Hör mal, apropos Kaffee und ist heiß. Sag mal, Holger, kannst du mir aktuelle Anfrage von gestern, sag mal, Holger, kannst du mir helfen, mein Brand aufzubauen? Und immer früher, ist doch gar nicht so lange her, wenn ich Brand gelesen habe, ja, Brand, musste ich immer an meine alte Heimat Hagenhass bedenken. Da war ja früher Brandzwieback zu Hause. Ich bin mit den Brandleuten in den Kindergarten gegangen. Das war immer lustig, weil die Familie hat zu Weihnachten immer so ein Schoko-Nikolaus gesponsert. Und den konnten wir dann im Kindergarten essen. Das war mal toll. Da saßen wir so im Stuhlkreis und haben. Ja, das war Brand Zwieback, Brand. Kannst du mir nicht helfen, mein Brand aufzubauen? Da habe ich gesagt, klar kann ich das. Ich kann dir helfen, Brand aufzubauen. Und was wir alle wollen, wir wollen Brand Building machen, wir wollen eine Marke haben, ein Brand haben. Aber ich habe zu demjenigen, wir haben heute telefoniert, so unser erstes, ja, Kennenlerngespräch, und habe gesagt, Mensch, wer bist denn du so? Was kannst denn du so? Und da greift man schon, und das ist der erste wichtige Hinweis für dich, da habe ich schon so ein bisschen ins Leere gegriffen. Ja? Also ein Brand aufzubauen, eine Marke aufzubauen, ist eigentlich relativ einfach. Und auf der anderen Seite, wenn du ein paar Dinge eben gar nicht verstanden hast oder vielleicht auch gar nicht in dir hast, dann ist es auch wieder schwierig. Und was viele von euch, was du vielleicht auch verwechselt hast und was ich auch gerade sehe, was in Social Media, LinkedIn und so weiter, was auch total durcheinander geschmissen wird, das eine nennt sich Brand oder Marke und das andere ist Image. Ja? Und das sind zwei getrennte Paar Schuhe. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Image ist zum Beispiel, dass Menschen von mir wissen, nicht nur ich, sondern ich weiß es, und andere wissen das auch, dass ich zum Beispiel Kaffee trinke, ja, während ich mit dir hier die Videos mache, dass ich zuverlässig bin, dass ich für alles eine Lösung habe, dass ich ein Löwe bin, dass ich persistent bin, dass ich committed bin, dass ich ein Kämpfer bin, dass ich erst dann aufhöre, wenn Herz und Kopf mir sagen, ich soll aufhören, und wenn das Herz sagt, ich soll weiterkämpfen, kämpfe ich weiter. Das ist so ein Image, was ich mir aufgebaut habe, was ich lebe, und das weiß ich. Weil das ist das Feedback, was ich bekomme. Das ist mein Image. Das ist das, was du praktisch siehst und auch wahrnimmst. Ja? Mein Brand ist was anderes. Mein Brand ist meine Marke. Mein Brand ist Stay True to Yourself, oder ich helfe dir, wie du ein erfolgreiches Leben führst. Ich will, dass es dir gut geht. Das ist eine Marke. Ja? Aber das, was du siehst, ist ein Image. Und die meisten, die ich so trainiere und kenne und was ich gerade auch auf Social Media und was ich da alles so als Markenpositionierer, und ich helfe dir, High Tickets zu closen, und ich bilde dein Brand und Brand Awareness und so weiter. Da muss man erstmal zwei Dinge nochmal wirklich ganz klar unterscheiden. Das erste ist Brand, das andere ist Image. Und du kannst kein Brand aufbauen, wenn du nicht weißt, wer du bist und was du kannst. Ja? Was du aber in jedem Fall tun kannst, du kannst relativ schnell an deinem Image arbeiten. Ja? Du willst ja draußen sein, du willst ja einen Hörer in der Hand nehmen, du willst ja Social Media, du willst ja Videos machen. Dann bau dir doch schon beispielsweise ein unverwechselbares Image auf. Ja? Und dieses Image hat den riesen Vorteil, dass das ein schöner, wenn es ein persistent, ein konstantes Image ist, dann führt es auch irgendwann mal dazu, dass Menschen neugierig sind und sich vielleicht für deine Marke interessieren. Ja? Das ist das ja, was viele wollen auf Social Media. Die wollen ja erstmal ein bisschen was sagen, ein bisschen Content liefern, ein bisschen was zeigen, damit sie daraus nachher natürlich Kohle machen und Auftrag generieren. Ja, aber was ist? Arbeite doch vielleicht erstmal, weil das etwas einfacher ist und weil das etwas schneller ist, an deinem Image. Ja? Was bist du denn? Was sind deine Tugenden? Was sind deine Eigenschaften? Bist du fleißig? Bist du mutig? Bist du bissig? Bist du jemand, der immer zurückruft, der immer LinkedIn die Sachen auch beantwortet? Also arbeite vielleicht zuerst mal an deinem Image. Das ist das, was du siehst und das, was andere sehen. Und Brand aufbauen, ja. Ich muss da echt immer ein bisschen schmunzeln, weil da verlangen fremde Menschen von einem anderen Fremden, dass er ihnen sagt, wer sie sind und was ihre Marke ist. Ja, ich meine, wie dämlich ist das? Vor allen Dingen, wo sollen denn dann, ich sag mal, die Wahrheit für so ein Brand, wo soll die denn entstehen? Schau mal, die großen Marken, die großen Brands, die du auch kennst, die sind ja nicht so groß geworden, weil ein Fremder ihnen gesagt hat, hey, Steve Jobs, erfinde doch jetzt mal einen MP3-Player oder weiße Kopfhörer, oder, sondern das kam aus ihm selbst.
Und sein Image und sein Brandaufbau funktionierte deswegen so gut, weil er sich kannte und weil er wusste, was er für ein Typ ist. Und weil er auch wusste, dass er kreativ ist und ein Kämpfer ist und dass er nicht losgelassen hat und so weiter. Und das hat er eben als Image ideal vermarktet. So. Die meisten Menschen, die mich fragen, Holger, hilf mir mal beim Brandaufbau oder hilf mir mal, mein Unternehmen aufzubauen, dann frage ich erstmal, ja, okay, aber wer bist du und was kannst du denn? Was macht dich denn aus? Welchen Schmerz löst du? Und dann sagen viele von euch oder viele Trainer und Trainerkollegen und sagen, ja, die Hauptsache Content und Content ist King and Queen und so weiter. Ja, okay, aber wo kommt denn der Content her? Weißt du, wenn du dir Content anliest oder wenn du Content reproduzierst oder wenn du Content irgendwo wegnimmst und den dann nur mit deiner Idee, mit deiner Stimme, mit deinem Gesicht wiederkaufst und wiedervermarktest, klar ist das zulässig, aber der Nachteil ist im wahren Leben, wenn du dann einen Kunden durch Image und Brand vielleicht gewonnen hast, wenn der dich dann trifft, ja, was hast du denn dann zu sagen? Also Brand bedeutet auch etwas Höchstpersönliches. Was kannst du besonders gut? Was gibst du besonders gut? Was möchtest du besonders gut teilen? Content, klar, aber wo kommt der Content her? Ich sage immer, sprich doch erstmal mit dir selbst. Lerne dich mal selbst kennen. Was ist wirklich eine gute Tugend, eine gute Eigenschaft? Ja? Und die bring mal, die füll mal mit Leben. Ja? Es gibt, jeder kann über ein Thema etwas besonders gut sagen. Ich meine, guck dir mal die frühen Influencer bei Instagram an. Hättest du gedacht, dass heute ein junges Mädchen mit Bibi-Schaum und Bibi-Schlag-mich-tot-Produkten, sag mal, zur Millionärin wird, nur weil die auf Instagram ein bisschen erzählt hat, wie sie sich die Haare macht? Aber das kann sie besonders gut und das hat sie eben perfektioniert. Wenn du das jetzt auch versuchst, dann ist das dieser Effekt wie Elvis oder Heino. Weißt du, es gibt viele Kopien, aber es gibt nur ein Elvis und nur ein Heino. Also musst du schauen, wenn du ein Brand aufbaust, ja, wer wirst du denn da in der ganzen grauen Soße? Ja, du musst dein eigener Elvis, du musst dein eigener Heino, dein eigenes Unique USP, du musst dein eigenes Unikat werden. Ja, oder wie unsere Lieblingskollegin, wenn die sich mal ihr Unicorn-Kostüm da anzieht. Ne? Ist ein wunderbares Image, aber die hat auch Content und die hat auch ein Brand. Also nochmal, es gibt einen Unterschied zwischen Brand und Image. Ja? Es ist einfacher, an seinem Image zu arbeiten, weil das ist wesentlich schneller. Ja? Du kannst dir eine lustige Brille aufsetzen oder du kannst dir so wie ich da hinten, da sitzt mein Kermit. Ja? Mit Kermit bin ich immer früher auf die Bühne gegangen. Das ist so ein Image, vielleicht so ein bisschen Wiedererkennung. Oder ich finde es eben auch geil, Kaffee zu trinken, während ich die Videos mache. Das ist so ein bisschen Image. Ja? Und eine Stufe tiefer wissen die Leute eben, wer ich bin. Ja? Und dann fallen mir auch immer, das hatte ich auch heute Morgen in dem Erstgespräch zu dem neuen vielleicht Kunden gesagt, ich sagte, denk doch erstmal darüber nach, was bist du für ein Typ, ja? Bist du Sanguiniker, bist du Pykniker, hast du ein Phlegma, bist du Choleriker, was bist du für ein Typ? Und das musst du erstmal für dich erkennen und wissen und dann kannst du es nach außen bringen und dann kannst du es mit deinem Content füllen. Und klar soll Content ein bisschen Infotainment sein, Entertainment, Edutainment, soll dir was an dem anderen was bringen, klar. Ich meine, wenn es langweilige Kacke, dann kann ich mir auch Lindenstraße, aber gibt es nicht mehr, kann ich mir auch Tagesschau oder sowas angucken. Natürlich musst du einen Benefit bringen, aber Brand entsteht aus deinem Herzen, aus deiner Rübe, aus deinem Content, ja. Und wenn du da noch nicht so weit bist, wenn du dein Brand eben noch nicht geschliffen hast, noch nicht gefunden hast, ist es doch nicht schlimm, aber du willst vor die Kamera gut, geh raus, dann arbeite an deinem Image, ja. Dann zeig den Menschen etwas, was du ganz besonders gut kannst. Wofür stehst du? Für Verlässlichkeit, für Kreativität? I don't know. Ich weiß es nicht. Aber das kannst du schon mal raushauen. Und da ist eben, wie gesagt, ein Unterschied zwischen Image und Brand. Und wer mir den ganzen Tag erzählt, er sitzt bei Social Media und YouTube und Co. nur um anderen Leuten, ich sag mal irgendwie, um da versuchen, seinen Brand zu schleifen oder Brand zu finden. Wir sind alle aus einem wichtigen und guten Grund, sag mal, online, ja, weil natürlich wollen wir alle Spaß haben, aber am Ende des Tages wollen wir auch wirtschaftlich überleben. Aber das nennt sich für mich immer Zeit gegen Geldmodell. Ich gebe dir mein Know-how, meine Zeit. Ja, und dafür will ich auch was in Return haben. Natürlich deine Aufmerksamkeit und ich will, dass es dir gut geht. Und irgendwann, das ist eine Frage der Quote und des Algorithmus, irgendwann kommt auch mal was zurück. Und denk dran, also es gibt einen Unterschied zwischen Image und Brand. Das musst du erstmal schleifen und trennen. Stay true to yourself und keep your circle healthy. Bis morgen.